Hi, wir sind vom Orchester und Chor am Gymnasium Hammonense. In unserem kurzen Video zeigen wir Einblicke in das Chor- und Orchesterleben. Emma spielt noch kein Instrument, möchte aber gerne eins spielen. Am Hammo hat sie die Möglichkeit, ein Streichinstrument in der Streicher AG zu lernen. Und nach einiger Zeit spielt sie im B-Orchester. Anschließend wechselt sie ins A-Orchester. Das ist Lara. Sie spielt Blockflöte. Deswegen entscheidet sie sich, sofort ins B-Orchester zu gehen. Nach ein paar Jahren wechselt sie ins A-Orchester. Kelly und Max entscheiden sich in der 8. Klasse im Schulchor mitzusingen und sammeln Punkte für ihr späteres Abi. Damit ihr euch alles besser vorstellen könnt, haben wir Mitglieder aus dem Orchester, dem Chor und den Streicherklassen interviewt. Weil ich unbedingt schon mal ein Instrument spielen wollte und ich die Streicher AG einfach eine tolle Chance finde. Ich mache im Orchester mit, weil da ein guter Freund mit mir Cello gespielt hat und es immer sehr Spaß gemacht hat und wir halt auch den musikalischen Austausch, unsere musikalischen Talente gefördert hat. Und im Chor mache ich mit, weil die meisten aus meiner Stufe Chor gewählt haben und wenn man halt mit vielen Leuten singt, dann verbindet es einen. Ich wollte das Orchester gerne als Kurs wählen und Punkte fürs Abitur sammeln. Also die Proben sind sehr entspannt und schön, aber wir schaffen auch relativ viel. Also es ist gut ausgewogen. Ziemlich gut, weil alle daran halt Spaß haben. Die Stimmung ist irgendwie richtig cool, weil wenn man dann so zusammenspielt, ist das ein tolles Gefühl. Und diese Töne, die sind einfach richtig toll. Die Stimmung ist sehr entspannend und auch sehr freundlich, weil ja, wenn man halt zusammen dann das Stück spielt, dann klingt es halt einfach gut. Am Chor gefällt mir am besten die, ich würde schon sagen, die Atmosphäre die Leute im Chor. Wie gesagt, die Gemeinschaft und dass wir alle auf solche Fahrten fahren, beispielsweise die Rütenfahrt oder eben die Orchesterfahrt an sich. Und am besten finde ich, dass Frau Jochen nett ist und dass alle wunderschön spielen. Ja, ich kann allgemein sagen, dass mir die Arbeit mit den Orchestern, den Ensembles und dem Chor sehr, sehr viel Spaß macht, auch mit den Klassenchören im Unterricht. Die Atmosphäre hier ist sehr, sehr entspannt. Ja, es basiert einfach auf dem musikalischen Miteinander. Das fördert die Gemeinschaft, das fördert auch die Kreativität. Und das macht, glaube ich, allen Schülern sehr viel Spaß. Für mich gibt es einige Highlights so im Laufe des Jahres, des Schuljahres. Da ist natürlich einmal zu nennen die Konzertreise, die wir mit dem Orchester und dem Madrigalchor durchführen. Die führt uns meistens in Länder wie Italien oder Frankreich, nach Österreich, nach Polen fahren wir sehr oft, aber auch viele Konzerte in Deutschland. Wir sind immer eine Woche mit unseren Bussen unterwegs und bereisen die verschiedenen Konzertorte, haben natürlich auch viel Freizeit. Dann ist natürlich ein Höhepunkt auf jeden Fall für uns die Probentage in Rüthen. Dort kommen wir musikalisch immer sehr, sehr viel voran, sehr schnell voran und gut voran. Wir lernen dort meistens für die Weihnachtskonzerte, die immer sehr gut besucht sind. Dann gibt es natürlich auch noch Auftritte. Wir treten mit dem Orchester manchmal in Altenheim, in Hessen auf. Und im Allee Center haben wir schon mal Konzerte gegeben. So etwas in diese Richtung. Und ich hoffe einfach, dass viele sich auch weiterhin entscheiden, mitzumachen. Viele bleiben auch weit über ihre Zeit des Abiturs hinaus im Orchester oder im Chor, kommen immer und immer wieder. Was mir auch zeigt, sie fühlen sich hier wohl. Das ist wirklich eine Gemeinschaft, in der man sich wohlfühlen kann. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf das Orchester und auf den Chor, auf die Leute, die dort mitmachen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mit diesen Gruppen zusammenarbeiten darf hier am Hammonense. Das ist für mich eine sehr große Ehre. Danke fürs Zusehen. Weitere Videos findet ihr auf unserem YouTube-Kanal.